Wenn an der Schule auch abends die Lichter angehen, dann ist es nicht immer ein Elternabend oder irgendeine Informationsveranstaltung. Manchmal gibt es auch richtig viel Kreatives zu sehen, so wie im Februar bei den Aufführungen des TAG am Johannes-Kepler-Gymnasium in Nippenbüren. TAG heißt Theater am Kepler. Alle Schauspieler sind auch Schüler am Kepler-Gymnasium. Theaterstück geht es um Noah. Alle wissen, dass es eine Sintflut geben wird. Noah baut eine Arche, um dem Regen zu entkommen. Aber auf seinem Richtfest denken alle nur an Spaß, Feiern und Alkohol. Ich glaube, Katastrophe. Und zwar eine Party, auf der man auf einer Arche auf Trocknen sitzt. Noah ist der Einzige, der sich ernsthaft Sorgen macht. Kannst du nicht wenigstens für eine Stunde mal ein kleines bisschen fröhlich sein? Aber nicht nur die Schauspieler sind am Projekt beteiligt. Die Bühnentechniker, die für Licht und Ton sorgt, die Jungs und Mädels, die die Bühne gebaut haben. Die Künstler, die für das Bühnenbild und die Requisiten zuständig sind. Alle Schüler am Johannes-Kepler-Gymnasium. Genauso auch die Musiker, von denen einige die Musik zum Stück sogar selbst komponiert haben. Während Noah eine Arche baut, um dem Regen zu entkommen, geht der Rest vom Fest zur Modenschau der Firma Rain & Bow. Es geht den Menschen nicht darum, wie sie der Katastrophe entkommen können. Das Wichtigste ist, wer den schönsten Regenschirm hat. Auch die Regenschirme wurden von einem Kunstkurs selbst entworfen und zusammengebaut. Am Ende kommt es so, wie es kommen muss. Die Sintflut naht und der reiche Chef von Rain & Bow will seine Haut retten und die Arche kaufen. Er geht zu Noah, um mit ihm zu verhandeln. Aber Noah will nicht. Es kommt zum Streit. Niemand hat mich ernst genommen. Und jetzt kommt ausgerechnet Sie von Rain & Bow von also verwenden Sie sich die Worte. Aber es hat keinen Sinn. Aber ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Aber ich habe noch zu tun, bevor wir gleich ablegen. Aber Sie, egoistischer, mieser, hinterhältiger Schuft! Das sagen ausgerechnet Sie. Sie müssen uns retten! Sie müssen! Sie müssen! Noah ist tot und der Vorhang geht zu. Aber irgendwie kann es ja noch nicht das Ende sein. Die Antwort, was am Schluss wirklich passiert, die muss man als Zuschauer selbst finden. Verehrtes Publikum, los, such dir selbst den Schluss. Es muss ein guter da sein. Muss, muss, muss. Zweimal wurde das Stück Die Seite des Regenbogens im Hotel in Kepler aufgeführt. Zweimal war die Hütte voll. Ein großer Erfolg für alle 120 Beteiligten und die Organisatoren Dieter Michel und Evelyn Benken. Das Publikum war begeistert und Dank gab es von allen Seiten, auch vom Schulleiter Paul Georg Weiser.